Schönen guten Abend und schönen guten Abend an Robbie Holtmann, Senior Account Manager bei der Firma IntraFind, der uns heute was zum Thema Suchen und Finden erzählen will. Und damit zu dir, Robbie, und zu deiner Präsentation. Ja, vielen Dank, Jörg. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott hier vom schönen Ammersee, gen München. Freue mich, Ihnen heute ein bisschen das Thema Enterprise Search näher zu bringen und auch die Integration in Confluence. Und habe jetzt ein paar Folien mitgebracht. Gehe ganz kurz mal so ein bisschen auf das Thema, wer ist die IntraFind, was machen wir im Bereich Enterprise Search, als auch ein paar grobe Eckbereiche zum Thema Enterprise Search. Und dann gehen wir aber auch gleich in eine Live-Demo rein zum Thema Confluence, der Suche in Confluence. Und insofern schaue ich mal, dass ich jetzt hier meine Slides freigebe. Gut, ihr müsstet jetzt einen Vollbildschirm sehen, Jörg. Ist das der richtige Das sieht gut Monitor? aus, danke. Das sieht gut Ja. aus. Okay, gut, wunderbar. Gut, aber ich habe hier noch die falsche Folie. Da sind wir. Gut, so ist es richtig. Gut, vielleicht ein paar Worte zur Firma IntraFind. Uns kennt man im Atlassian-Markt noch nicht so. Wir sind Experten für das Thema Suchen und Finden von Unternehmensinformationen, das eben sehr stark auf linguistischer Sprache und linguistische Analyse basiert. Und zwar speziell auf Unternehmenswissen in ganz verschiedenen Applikationen, das wieder auffindbar zu machen, völlig unabhängig, ob das jetzt strukturierte oder unstrukturierte Datenquellen sind. Enterprise Search ist also ein Thema, das beschäftigt uns einzig und allein schon seit über 20 Jahren. Die Firma IntraFind feiert heute ihr 20-jähriges, feiert jetzt dieses Jahr ihr 20-jähriges und wir haben unseren Stammsitz, Hauptsitz hier in München, dem ich auch zugeordnet bin. Niederlassung in Bonn und für den weltweiten Markt gibt es dann noch eine Niederlassung in New York City. Thema Enterprise Search. Wir beschäftigen uns dort branchenübergreifend und auch sowohl von Mittelstandsunternehmen bis hin auch zu Großkonzernen mit diesem Thema und haben hier ganz unterschiedliche Couleur an Themen, die wir im Bereich Enterprise Search abdecken. Wir können auch mal eine Demonstration machen oder eine Session von über eine Stunde, anderthalb Stunden, nur für das Thema Einsatzbereiche von Enterprise Search. Was sind die verschiedenen Auswirkungen? Was kann man damit machen? Im Grunde genommen geht es immer dann darüber hinaus oder da in diese Richtung, wenn Mitarbeiter Informationen suchen und sie auch wieder auffinden müssen oder Informationen aufbereiten müssen, das sehr händisch machen. Sowas kann heutzutage auch mit einer entsprechenden KI dann eben halt auch automatisiert werden. Ganze Prozesse können abgedeckt werden und so gibt es eben sehr, sehr viele Einsatzbereiche für das Thema. Vielleicht zwei, drei Bereiche ganz kurz dazu. Hier bei der BMW AG haben wir einen ganz anderen Ansatz. Da geht es um das Thema Suchen und Finden in deren Website-Portale. Da verbessern wir die Suche von 120 Website-Portale der BMW in ganz verschiedenen Landessprachen. Es gibt natürlich auch, ich sage mal, Audi zum Beispiel ist einer Kunde, der sehr, sehr große Datenmengen bewältigt. Über 1 Milliarde Dokumente werden da indiziert und für die Mitarbeiter wieder auffindbar gemacht von zentraler Stelle. Bei Daimler ist es nicht anders. Enterprise Search für 280.000 Mitarbeiter, die über zentral, über das Internet, über ganz verschiedene Applikationen hinweg suchen können. Und genau diese Kompetenz, die wir da aufgebaut haben, die haben wir eben halt auch in das Thema Verbesserung der Suche in Confluence mit integriert und bieten das auch über den Atlassian Marketplace an. Und das sind die Themen, die ich euch nachher dann nochmal ganz kurz auch in der Live-Demo dann zeigen möchte. Vielleicht ganz kurz Enterprise Search. Wir hatten schon darüber gerade ein paar Punkte angesprochen. Es geht darum, natürlich Wissen, das bei Ihnen im Unternehmen in sehr, sehr vielen Applikationen vorhält, auch wieder transparent auffindbar zu machen für die Mitarbeiter. Die Applikationen und Datenpools wachsen natürlich immer weiter und immer mehr Content kommt rein. Und tatsächlich wird es immer schwieriger, dort in den jeweiligen Applikationen auch mit deren Bordmitteln dort entsprechend auch den Content wiederzufinden. Wir haben eine zentrale KI, unser Kernprodukt, den eFinder 5 Elastic. Das ist in der Regel kommt er noch on-premise bei Kunden zum Einsatz. Und von dieser zentralen Stelle aus sind wir in der Lage mit diversen Konnektoren. Wir haben über 80 verschiedene Zielsysteme, 80 verschiedene Konnektoren und auch generische Konnektoren dazu, die uns in die Lage versetzen oder Sie dann in die Lage versetzen, verschiedene Datenquellen einfach anzudocken und zu indizieren.
Allerdings indizieren die Konnektoren nicht nur, sie tun auch quellenspezifische Bereiche dort berücksichtigen, zum Beispiel auch die Berechtigungen, sodass hier also auch immer gesichert dargelegt werden kann, dass jeder nur das sieht, was er auch natürlich sehen darf, gemäß seinen Berechtigungen. Nach außen hin natürlich greifen die Mitarbeiter über ein Sucheingabefeld entsprechend drauf zu und dieses Sucheingabefeld können sie natürlich letztlich in verschiedenen Bereichen positionieren. Viele setzen es zentral im Intranet ein und von dort aus beginnt dann die Suchjourney oder Searchjourney und wir haben es einfach jetzt nochmal hier nachher dann im Confluence dann direkt als Applikation entsprechend mit eingebracht. Gut, mit welchen Devices Sie darauf zugreifen können, steuern Sie im Unternehmen, was halt entsprechend zugelassen ist. Ansonsten sind wir seitens unserer Technologie da device-unabhängig. Die Sucherfahrung beginnt für die Anwender hier schon direkt bei dem Sucheingabefeld und zwar bieten wir da schon ganz enormen Mehrwert. Es geht schon los beim Tippen der ersten drei Buchstaben. Bekommen Sie schon solche Funktionalitäten wie Autocomplete oder Autokorrektur. Und natürlich auch alles entsprechend berechtigungsgeprüft, als auch, dass Sie vielleicht Synonyme direkt schon mit einblenden lassen können und eine erste Instant Search bekommen. All das, wie gesagt, muss auch hier schon berechtigungsgesteuert funktionieren. Jetzt geht es aber nicht nur darum, eben viele Quellen anzubinden, sondern natürlich auch die Ergebnisse viel besser zu liefern, sie viel schneller zu den Ergebnissen hinzuführen, die Sie suchen. Und dort entsprechend Ihnen Funktionalitäten an die Hand zu geben, dass Sie auch wirklich eine sehr effektive Ergebnisliste haben, schnell auf Ihr Zielergebnis kommen. Das heißt, wir müssen uns mal ganz kurz ein bisschen die Linguistik angucken. Das ist ein wichtiger zentraler Baustein an der Stelle und bewegt einfach eine ganze Menge. Wie gesagt, Sie haben jede Menge Applikationen, alle haben ein Sucheingabefeld, bringen dieses mit, bringen auch rudimentäre Suchfunktionalitäten mit, aber warum ist denn jetzt hier beispielsweise dann das Sucherlebnis meist recht unbefriedigend? Es liegt daran, dass, es einfach rudimentäre Suchfunktionalitäten sind und die nach einigen Standards einfach funktionieren. Also, wenn Sie dort suchen nach Audi, dann wird letztendlich nach einer Buchstabenfolge gesucht, A-U-D-I. Damit bekommen Sie aber auch alle Erweiterungen, Audio, Audiomedia-Dateien etc. So, das heißt, dann haben Sie eine Ergebnisliste, die zum Teil zweckentfremdet ist. Sie haben zum Teil Ergebnisse drin, die Sie gar nicht interessiert haben. Und wenn Sie dort nicht schnell zu Ihrem Ergebnis kommen, dann passiert nur eins, der Suchende wird einfach anfangen, seine Suchanfrage nochmal neu zu stellen, nochmal vielleicht anders zu formulieren und versucht dann damit, wesentlich besser zu seinem Ergebnis zu kommen. Das kostet natürlich Zeit, das kostet Nerven und oftmals findet man trotzdem nicht die richtige Information. Eine andere Funktionalität, die fast eigentlich auch immer dabei ist in Applikationen bei diesen Suchfunktionalitäten, ist das sogenannte Stemming. Im Stemming kommt aus dem Amerikanischen, werden Wortendungen hinten abgehackt. Und das macht im Amerikanischen zum Teil auch ziemlich Sinn. Wenn Sie nach Running suchen und Sie finden dann Dokumente mit Content Run, dann ist das völlig in Ordnung, dann sind Sie genau im richtigen Zielbereich. Suchen Sie nach King und Sie kriegen jetzt alle Dokumente ausgespielt, wo ein K vorkommt, dann macht das natürlich wenig Sinn. Und insofern kämpfen wir natürlich alle dann mit diesen Funktionalitäten und mit recht überladenen Ergebnislisten. Und da setzen wir eben ganz anders an. Also wir letztendlich seitens Intrafind analysieren die Sprache. Wir haben auch über 30 verschiedene Sprachanalyzer und gehen also so auf die Sprachen ganz spezifisch ein. Und da haben wir natürlich ganz andere Anforderungen im Deutschen als beispielsweise im Arabischen oder im Koreanischen oder selbst im Russischen. Und ich habe mir das Beispiel mal mit dem Foliensatz hier mitgebracht im Deutschen. Grundlegend ist es so, wir machen schon mal eine Grundformerzeugung, keine Lemmatisierung. Das heißt, wenn Sie nach Büchern suchen, dann erkennen wir schon mal das Grundwort, nämlich das Buch und auch alle Beugungsformen daraus. Liefern Ihnen dann Ergebnisse zu den Büchern des Buches, Prozessmanagement, Handbuch etc. ist natürlich auch mit dabei. Das heißt, da kommt schon eine ganz andere Qualität an Ergebnissen letztendlich erstmal wird Ihnen erstmal angeboten in der Ergebnisliste. Kompositerzerlegung, da sind wir natürlich im Deutschen Weltmeister drin. Das Aufbrechen von zusammengesetzten Wörtern ist für eine Suchmaschine eine echte Herausforderung. Ist gerade im Deutschen natürlich sehr echt anspruchsvoll, muss man dazu sagen. Ich habe da immer so mein Lieblingsbeispiel, Donaudampfschiffsfahrtskapitänsmütze. Man könnte sich bestimmt noch mehr dazu ausdenken. Das machen wir im Deutschen ganz toll.
Und das hat gewisse Schwierigkeiten, da wieder gewisse Elemente in diesem langen Wort dann entsprechend drin wieder zu finden. Hier mal animiert in der Foliensatz hier mit Komplettradsatz tatsächlich ein Beispiel aus unserem Kunden von Audi. Im dortigen CMS-System konnten Partner tatsächlich Ersatzreifen nicht finden. Und dann hat man festgestellt, dass die dort hinterlegten Dokumente, die PDFs, dort ist immer von Komplettradsatz die Rede. Und das hat letztendlich dann dazu geführt, dass man das Rad im Komplettradsatz nicht gefunden hat und diese Suchanfrage nicht mit dem Content gematcht hat. Das sind die Herausforderungen, die natürlich letztendlich dann da sind. All das klären wir auch mit unserem Thema eFinder Confluence Search. Erweitert dazu kann man natürlich noch weitere Module ansetzen. Entitätenerkennung ist für viele Kunden auch ein wichtiges Thema. Es gibt Branchen, die ganz spezielle Entitäten haben, also Eigennamen. Wir haben DSGVO-Modul so zum Beispiel, das basiert auf dieser Entitätenerkennung. Und wir können natürlich mit der Entitätenerkennung eine ganze Menge mehr mitmachen. Auch Kunden sind in Lage, via CSV-Export eigene Entitäten hochzuladen. Das können beispielsweise auch Produktnamen sein oder Produktbereiche sein. Und der Vorteil ist, egal wie die Suchanfrage geschrieben wird, ich werde immer zielgerichtet den Match bekommen. Also ob ich jetzt, ich sag mal, iPhone mit i-Phone, i-Punkt-Phone oder i-Leerzeichen-Phone schreibe, das System erkennt dann zielgesichert, um was es da letztendlich geht. Ich kann auch aus diesen Entitäten, wenn sie dann eingespielt sind, natürlich auch in der Oberfläche ganz andere Filter und Facetten natürlich aufbauen, ganz andere Steuerungsmöglichkeiten. Und das mag dann vielleicht für die eine oder andere Fachabteilung von großem Nutzen sein, auch im Bereich Service und Support zum Beispiel ganz zielgesichert dann sich dort besser zu navigieren. Mit der Kompetenz machen wir eine ganze Menge mehr auch. Es gibt natürlich auch solche Sachen wie automatische Verschlagwortung von Dokumenten. Das heißt, es wird einfach ins Dokument reingeguckt. Die Technologie erkennt die Hauptschlagpunkte und kann die Metatext entsprechend dann anreichern. Sowas kommt auch manchmal vor, wenn es zum Beispiel Migrationskonzepte, Projekte gibt. Sie wollen vom File-Server Richtung datenbankbasiertes System wie SharePoint oder auch wie Confluence und dann müssen jetzt die ganzen Dokumente nachträglich verschlagwortet werden. Das kann man mit solchen Situationen dann entsprechend mit so einer Technologie dann realisieren. Auch die Thematik, dass wir natürlich Dokumentenverkehr und Prozesse ganz komplett damit abbilden können. Also zum Beispiel, es kommt eine Beschwerde-E-Mail rein, das wird inhaltlich erkannt, automatisch am Customer Care weitergeleitet. Oder es gibt halt irgendeinen Wartungsfall, dann geht es an Service und Support. Und solche Dokumenten-Routing-Bereiche gehen auch. So viel mal kurz zum Abstrakt zu dem Thema, was man mit Enterprise Search also machen kann, wozu die Technik dazu in der Lage ist. Und jetzt schwenken wir mal rüber, was können wir denn damit im Confluence-Umfeld erreichen? Und ich gehe jetzt dann auch gleich direkt mal in die Live-Demo rein. Da werde ich Ihnen gleich zwei Sachen zeigen. Jetzt muss ich, glaube ich, meinen... Jetzt seht ihr wahrscheinlich gerade keinen Bildschirm, nehme ich mal an. Nein. Okay, das wird sich aber gleich erledigt haben. Gut. Gut, weiter geht's. Da sind wir. Jetzt müsstet ihr wieder ein Bild haben. Sieht gut aus. Okay, super. Ich zeige euch mal ganz kurz in der Tagging-Demo. Das ist auch für euch online zugänglich. Kann man sich definitiv hier auch anschauen und mal selber ausprobieren. Ich schnappe mir jetzt einfach mal irgendwo einen Text, den ich hier mal gebookmarkt habe, hier von der Raumstation mir. Kopiere mir hier mal irgendeinen Text raus. Das könnt ihr vielleicht auch von eurer Webseite mit einer Pressemitteilung zum Beispiel machen. Und füge den hier rein. Ich lasse jetzt mal ganz kurz einfach diesen Text, das ist ein untrainiertes System, einfach mal analysieren. Und wir kriegen hier schon grafisch dargelegt, dass es gewisse Hauptschlagworte gibt und gewisse Datenpunkte erkannt worden sind. Wir haben das mal hier schön zusammengefasst. Da werden Personennamen erkannt, Länder, Kontinente, Organisationen. Es gibt noch weitaus mehr Bereiche, die man natürlich erkennen könnte und dieses System von Haus aus schon mit sich bringt. Aber das nur mal so ganz kurz als Information, wie stark so eine Technologie, sage ich mal, da schon reingeht. Wir schauen uns jetzt mal die Integration in
Confluence an. Vielleicht kurz vorweg darf ich euch kurz zeigen, wir haben diese Technologie eben so angeglichen, dass sie im Confluence-Umfeld Sinn macht, dass wir damit die Suche im Confluence verbessern können, sind damit auch in Atlassian Marketplace gegangen, sind dort jetzt vertreten, bieten das für Server und Data Center Edition an, also alles On-Premise-Produkte. Wir haben es noch nicht für die Atlassian Cloud und ja, sind jetzt natürlich damit erstmal auch im Marketplace vertreten. Da könnt ihr euch natürlich entsprechend auch weiter informieren und auch natürlich ohne weiteres mal testen. Wir integrieren uns hier zu 100% in den Bereich Confluence und ich muss jetzt wirklich mal schräg gucken, sonst sehe ich nämlich mit meiner Brille nichts. Und das heißt, wir haben ein Sucheingabefeld, tauschen das einfach aus. Vorweg gesagt, wir verändern keine Daten im Confluence. Das heißt, Sie können es an- oder ausschalten, dann funktioniert es oder es funktioniert nicht. Wenn ihr es ausgeschaltet habt, dann bleibt die Confluence ursprüngliche Suche bestehen. Auch der Index von Confluence wird weiterhin erstellt und wir tauschen das Sucheingabefeld entsprechend aus und und integrieren uns halt hier ganz komplett rein. Ihr könnt steuern, wer das Sucheingabefeld bekommen soll. Ob das jetzt, es wird über eine Gruppe gesteuert. Da könnt ihr auch sagen, okay, alle, die in der Gruppe drin sind, bekommen das neue Sucheingabefeld und die, die nicht drin sind, bleiben bei der Standard Confluence UI und Layout, wenn man so möchte. Gut, ihr seht schon, wenn ich reinklicke, dann habe ich eine ganz andere Suchmaske, ganz andere Elemente, die mir da angeboten werden. Wir fangen einfach mal ganz kurz an. Ich erkläre euch mal ganz kurz, was ihr hier für Bedienelemente habt. Im Grunde genommen haben wir hier noch zusätzlich zu der Searchbar noch weitere Steuerungselemente. Es soll den Standard-Intranet-User helfen, seine Suchanfrage noch konzentrierter, noch effektiver absetzen zu können. Klar, es gibt Power-User, die da mit Boolschen Operatoren entsprechend arbeiten. Die funktionieren auch. Also ihr könnt hier sämtliche Varianten dazu nehmen. Es wird auch hier mit allen Syntaxbereichen, die es gibt, entsprechend hier angezeigt in der Hilfe. Hier haben wir im Endeffekt mal für den täglichen Gebrauch und für die Kollegen, die jetzt nicht so die Power-User sind, eben dann halt andere Steuerungsmöglichkeiten gesetzt. Also, ich weiß nicht, ob der Herr Meier, den ich suche, jetzt mit AI oder II geschrieben ist, da geschrieben wird, dann nehme ich halt im Endeffekt hier eine schreibfehlertolerante Suche. Oder ich habe mehrere Suchbegriffe und sollen die jetzt im gleichen Absatz sein oder im Dokument direkt nebeneinander stehen? Das sind so die Möglichkeiten, die ich hier mal schon vorstellen kann. Und Synonyme kann ich auch anhaken. Und wir machen mal gleich eine erste Suchanfrage. Man sieht schon gleich, es kommen schon die ersten Ergebnisse, Autokorrektur, beziehungsweise in diesem Fall Autocomplete, wird mir angezeigt. Tatsächlich gibt es in dem Content, auf den ich hier berechtigt bin im Confluence, für mich auch Content, in dem genau diese Begrifflichkeiten vorkommen. Ich kann aber auch noch Synonyme mit dazu nehmen, wenn ich das möchte, in die Suche rein und bekomme auch eine erste Instant Search, erste Ergebnisse, die ich mir auch mit einer Vorschau letztlich dann mal einfach angucken kann. Okay. Ich setze das einfach mal so ab, den Suchbegriff, dann werdet ihr gleich nochmal dann hier sehen, dass wir im Vorschau-Snippet schon eine ganze Menge an Informationen mitliefern. Und wir finden eben nicht nur Lohn, sondern auch eben die Niedriglöhne, die Kombilöhne. Wir haben hier den Mindestlohn und finden so natürlich weitaus mit einer höheren Qualität, als die Confluence-Standardsuche es überhaupt natürlich erstmal soweit bietet. Gut, damit ich euch jetzt hier die restlichen Bereiche der UI erklären kann, setze ich meine Sternsuche ab. Ihr seht übrigens, dass wir auch mit der neuen Suche gleich hier erste Infofelder auch nochmal anbinden. Also eure letzten kürzlich besuchten Seiten im Confluence könnt ihr hier auch schnell aufrufen. Ihr könnt natürlich eure letzten Spaces hier aufrufen im Confluence-Bereich. Ihr könnt aber auch noch die klassische Confluence-Suche bedienen. Wer es braucht, ich denke, wahrscheinlich dann später keiner mehr, aber letztlich bieten wir es nach wie vor mit an. Wir wollen da ja niemanden ausklinken. Wir arbeiten oben auch mit entsprechenden Suchtabs und wie man auch sieht, auch wenn ich die Suche verlasse und ich komme wieder zurück, bin ich immer noch an derselben Stelle und kann von da aus entsprechend auch weiterarbeiten. Gut, schauen wir uns das ganze Thema mal an. Was haben wir für Filter und Facetten? Primär Nummer eins ist, dass diese Facetten und Filter dynamisch sind. Das heißt, sie kommen nur dann zur Geltung, wenn tatsächlich auch
Content dazu da ist. Habt ihr im gesamten Confluence keine Labels, dann wird dieser Filter, diese Facette hier gar nicht erst angezeigt. Die ist dann schon einfach gar nicht mehr da. Ähnlicherweise ist es so mit den Inhalten innerhalb einer Facette, also die entsprechenden Filtermöglichkeiten. Hier haben wir den Sprachenfilter, der zeigt natürlich nur Sprachen an, für die auch tatsächlich Content da ist. Und ihr seht in Klammern auch hinten immer die jeweiligen Ergebnisse, wie viele es davon zu diesem jeweiligen Filter dann letztendlich gibt. Bei den Sprachen vielleicht noch kurz ein Satz vorweg. Diese linguistische Kompetenz, von der ich vorhin gesprochen habe, mit diesen Sprachpaketen in eFinder Confluence Search sind tatsächlich per se schon auch mit in dem Produktpreis dann eben zwei Sprachen mit drin. Wir liefern standardmäßig Deutsch und Englisch mit aus. Der Kunde kann aber natürlich frei wählen, ob er jetzt Russisch, Englisch, Deutsch, Französisch oder was auch immer für ein Set haben möchte. Man kann natürlich auch weitere Sprachpakete erwerben, wenn man sie denn braucht. Das ist aber unabhängig von der Facette hier Sprachen. Die wird immer ausgeliefert, es werden immer die Sprachen erkannt und wenn ich jetzt nur russische Dokumente suche, dann kann ich mir die hier entsprechend auswählen. Natürlich können wir mehrfach Filter setzen, wir können diese übernehmen und man sieht dann auch gleich, dass ich hier gleich mal gehighlightet bekomme, welche Filter und Facetten ich gesetzt habe. Und da gibt es tatsächlich im russischen... Ach nee, ich habe noch ein anderes dazu genommen, noch ein paar andere Dokumente. Und da wird mir das farblich eben hier sehr gut angezeigt, damit ich auch sofort erkennen kann. Auch oben haben wir dann nochmal den kompletten Filterbereich mit aufgenommen. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein paar Sachen zu viel gesetzt in der Filter, dann kann ich sie natürlich granular wegnehmen und auch wieder hinzufügen. Ich kann aber auch natürlich hier den kompletten Filterbereich wegnehmen, in dem oberen Bereich. Oder ich kann alle Filter resetten, dann kann ich das natürlich entsprechend auch hier machen. Gut. Autoren habt ihr vielleicht viele im Unternehmen, deswegen haben wir diese Facette auch durchsuchbar gemacht. Das heißt, wenn ich hier anfange zu tippen, dann reduziert sich meine entsprechende Ergebnisliste. Wir denken, das macht sehr viel Sinn. Bei den Anwendungsbereichen vielleicht kurz vorweg dazu gesagt, wir können über 600 Dateiformate indizieren, durchsuchbar machen, auffindbar machen und natürlich können wir die entsprechend hier dann auch als Dateitypen anzeigen lassen. Kategorien sind natürlich hier die Confluence-Kategorien gemeint. Dasselbe Prinzip hier auch. Habt ihr im ganzen Confluence keine Comments oder ich wäre beispielsweise gar nicht auf den Comment berechtigt, würde mir hier dann dieser Filter gar nicht erst angezeigt werden. Die sind natürlich dann auch modular. Confluence Spaces, auch da könnt ihr viele davon haben. Auch das haben wir dann im Endeffekt hier durchsuchbar gemacht, um einfach ein schnelleres Ergebnis zu bekommen. Und bei Confluence Labels dasselbe Spiel nochmal dazu. Gut, Schnellfilter für Datum haben wir auch. Man kann hier natürlich für dieses Jahr, diesen Monat, letzten zwei Jahre schnell auswählen. Man kann natürlich auch einen Zeitraum bestimmen. Ich persönlich bin nicht so ein großer Freund davon, hier solche Felderchen auszuklicken. Unsere Entwicklung hat sich was viel Besseres einfallen lassen. Einen visuellen Zeitstrahl, den ich mir anzeigen lassen kann. Dort kann ich dann auch reinklicken. Ich kriege hier eine Breadcrumb Navigation und ich kann auch hier, sage ich mal, mehrere Bereiche ziehen. Ich kann auch auf Tagesebene runtergehen. Man sieht schon im Hintergrund, aktualisiert sich dann immer entsprechend die Ergebnisliste. Alles, was wir hier aufklappen, können wir bei uns auch wieder entsprechend zuklappen und hier auch entsprechend granular wieder zurückgehen. Und ich kann auch alte Filter wieder setzen, resetten. Okay, gut. Dann schauen wir uns das mal nochmal an mit einem Angekla Merkel. Angekla gibt es nicht, ein Schreibfehler. Ach, gibt es sogar, ich habe sogar Demo-Content dazu. Aber trotzdem, gut, dass es die Autokorrektur hier gibt. Was wir euch noch mit anbieten können und zeigen können, ich führe euch mal zu einem etwas größeren Dokument hin. Ich weiß, wir haben hier ein relativ großes PDF, Parlamentskontrolle. Da schaue ich mal kurz die Preview-Funktionalität. Der Preview ist jetzt im Endeffekt, wenn man so will, ein fotografischen Abgleich des Dokuments. Ihr habt da jetzt nichts runtergeladen und ihr könnt natürlich jetzt hier dieses Dokument euch im Preview angucken. Aber es macht bei 80 Seiten, manchmal hat man auch 280 Seiten oder mehr, jetzt wenig Sinn, hier durchzuscrollen und zu gucken, ist das jetzt hier mein Dokument, was ich suche. Ich suche es ja auch in einer gewissen Verbindung mit einer Search Query. Und insofern
biete ich hier, habe ich hier die Hilfe, dass ich genau die Seiten genannt bekomme, wo mein Suchbegriff letztendlich dann entsprechend drin vorkommt. Und da kann ich dann direkt hinklicken und werde diesen auch noch gleich gehighlightet hier angezeigt bekommen. Und ich kann auch sagen, zeig mir gleich die nächste Seite, wo der Suchbegriff auch entsprechend wieder vorkommt. Und so kann ich doch relativ schnell und einfach analysieren, ob es genau das Ding ist, was ich jetzt eigentlich gerade brauche. Da kriegen wir sehr, sehr gutes Feedback drüber. Das freut uns auch. Und das zeigt einen ganz, ganz großen Mehrwert. Gut, öffne das Dokument kann ich natürlich auch. Ich kann es hier runterladen. Ich kann mir das aber auch letztendlich über diesen unteren Link anschauen. Der Vorteil bei dem unteren Link ist, dass ich nicht nur das Dokument jetzt hier mir im Webbrowser angucken kann, sondern ich sehe, wenn ich schließe, auch im Background gleich der Platz, an dem dieses Dokument dem Confluence zugeordnet ist, also dem Space und dem Ablageort, wenn man so will. Und das kann durchaus einen großen Sinn machen, weil man möchte ja den Kontext verstehen oder benötigt den auch auf Confluence-Seitenebene. Gut, was haben wir denn noch so schöne Steuerungsmöglichkeiten? Ihr seht natürlich, welche Anwendung ist es drin. Der Suchbereich Confluence ist hier ganz klar. Wir machen ja nur die Verbesserung der Suche im Confluence-Bereich. Das ist natürlich viel spannender, wenn man nachher noch andere Datenpools andockt, ein File-Server, ein SharePoint oder Office 365 oder was ihr auch letztendlich dann noch anschließen wollt. Dann würdet ihr ja noch eingeblendet bekommen, aus welcher Quelle das ganze Bereich basiert. Und der Bereich ist natürlich der Space im Confluence und dann wird euch auch hier angezeigt, in welchem Confluence-Umfeld dann der Content steht. Gut. Übrigens, die UI-Sprache von eFinder Confluence Search orientiert sich an der Browsersprache. Ist diese in Englisch, dann wird auch die UI-Sprache hier entsprechend in Englisch sein. Wir haben hier weitere Informationen, die wir euch anbieten können. Es gibt zu jedem gefundenen Element auch Detailinformationen. Da kann man sich auch weiter darüber informieren. Zum Beispiel auch der URL-Bereich, Ablageort im Confluence-Umfeld. Und auch das kann einem Suchenden stark helfen, schnell zu seinem Zielcontent zu kommen. Wir haben auch hier die Möglichkeit, eben ein Dokument weiterzuleiten. Das mache ich doch mal gleich ganz schnell. Was dort passiert ist, dass, das seht ihr jetzt noch nicht, eine E-Mail aufgemacht wird. Wir versenden hier nur einen Link. Das heißt, wir wollen natürlich erstens mal nicht dafür sorgen, dass Duplikate noch im Unternehmen sich forcieren. Und auf der anderen Seite wissen wir unter Umständen auch gar nicht, ob der Empfänger berechtigt ist auf dieses Dokument. Insofern wird der dann als Link versendet, klickt er drauf und hat die Berechtigungen, kann das natürlich auch entsprechend öffnen. Und ich kann ein Dokument natürlich auch favorisieren, denn unter Umständen habe ich dieses Dokument, ja, brauche ich ja vielleicht öfter mal im Zugriff und muss da vielleicht entsprechend öfter mal was dran machen. Wie ihr es dann gleich wiederfindet, zeige ich euch noch, oder können wir gleich anschauen, und zwar im sogenannten Dashboard. Hier finde ich meine gespeicherten Suchen, also auch wenn ihr komplexe Suchanfragen erstellt habt, vielleicht braucht ihr die quartalsweise, müsst ihr gewisse Reports machen dann hilft es natürlich vielleicht, so eine komplexe Suche auch abzuspeichern mit allen Filtern und Facetten, was ihr auch immer ausgewählt habt, wird das dann entsprechend hier gespeichert, könnt ihr wieder ohne weiteres aufrufen. Eure letzten Suchen werden angezeigt und eure favorisierten Dokumente natürlich auch. Gut, ich hole mal hier eine bereits abgespeicherte Suche hervor. Da ich euch zeigen möchte, wie das mit der Duplikatensuche funktioniert. Und zwar können wir hier Duplikate gruppieren. Das Spannende bei hier ist, dass jetzt mir die Gruppe angezeigt wird. Es gibt dann Elemente, die haben keine Gruppe. Das sind dann eben welche, die keine Duplikate haben. Und Duplikate werden hier eben entsprechend zusammengefasst. Das hilft mir insofern, wenn ich jetzt draufklicke, dass jetzt ein neuer Tab aufgemacht wird, in dem ich natürlich dann genau diese Duplikate auch entsprechend mir nochmal angucken kann. Auch hier viel spannender, wenn ich mehrere Quellen angeschlossen habe, ist immer ganz erstaunlich, wo sich überall Duplikate im Unternehmen so befinden. Ihr wollt ja in der Regel sicherlich am aktuellsten Dokument arbeiten. Welches ist das jetzt? Das findet ihr natürlich hinter solchen Übersichten sehr, sehr schnell und viel besser natürlich raus. Ein Duplikat ist bei uns nicht ein 1:1 Abgleich. Das kann sein, dass bei dem einen mal ein Foto fehlt. Insofern hat das Dokument eine andere Größe. Der andere hat vielleicht das Dokument umbenannt. Auch das ist kein Kernindikator für ein Duplikat bei uns. Wir machen ungefähr so einen 95% Abgleich.
Und es soll eben entsprechend helfen, schnell das aktuelle wichtige Dokument dann zu finden. Wir haben auch Kunden, die sich für eFinder Confluence Search interessieren, einschließlich nur wegen der Duplikatensuche, wollen da ihr System mal dringend aufräumen. Was ihr nämlich als Möglichkeit auch habt, ist, dass ihr dieses exportieren könnt. Ihr exportiert natürlich jetzt nicht die ganzen Dokumente, sondern eine CSV-Export wird dort gemacht und hier könnt ihr euch die wichtigsten Spalten, Metatext entsprechend mit aufnehmen und dann kriegt ihr hier eine Excel-Liste, in der, sage ich mal, per Zeilen dann jedes Dokument hat eine eigene Zeile mit seinen Metatext und Ablageort, Dateistrukturen und so weiter. Es soll euch helfen, dann dort im Team vielleicht darüber zu diskutieren, aufzuräumen, zu analysieren, könnt ihr euch dann überlegen. Ihr könnt auch sagen, wenn ihr das wie viele Duplikate habt und ihr wollt nur jetzt eine Handvoll ausgewählt haben für einen CSV-Export, dann wählt ihr hier eben mit den Checkboxen entsprechend aus, welche ihr haben wollt und dann habt ihr hier eure ausgewählten. Das Ganze geht übrigens auch natürlich in der normalen Suchoberfläche. Auch hier könnt ihr exportieren und könnt sagen, ihr wollt jetzt alle Bereiche, auf die ihr berechtigt seid, exportieren oder die, die ihr ausgewählt habt oder die sichtbaren. Ihr könnt das einfach frei definieren. Und auf administrativer Ebene kann man übrigens auch die ganze Export-Funktionalität ausschalten. Manche wollen das vielleicht nicht im Unternehmen haben. Und dann gibt es auf der Admin-Oberfläche des eFinders die Möglichkeit, das eben auszublenden. Gut, die Ansicht können wir natürlich auch reduzieren für die, die jetzt Power-User sind, eher zielgerichteter sind, weniger Content und Informationen brauchen. Dann kann man das natürlich entsprechend hier auf- und zuklappen, dann haben wir da die Möglichkeit. Das ganze Thema könnt ihr natürlich auch steuern von, was soll mir angezeigt werden, nach Relevanz, nach Datum auf- oder absteigend sind hier die Auswahlkriterien. Da habt ihr gute Steuerungsmöglichkeiten, hier eure Ergebnisliste zu sortieren. Schauen wir mal ganz kurz nach einem weiteren Thema. Unser Template-Konzept. Es adressiert den Bereich, dass es Content-Inhalte geben kann, da macht es einfach keinen Sinn, eine normale Vorschau zu machen, ein Text-Preview-Snippet da irgendwie reinzusetzen. Wir haben uns hier für eine PowerPoint-Slide-View entschieden. Das heißt, wenn irgendwo in der Ergebnisliste eine PowerPoint auftaucht, dann wird die hier als Slide angezeigt. Oftmals ist es ja dann eben so, dass man sagt, Mensch, man will ja genau diesen einen Foliensatz irgendwie haben von dem Kollegen und da macht es natürlich viel mehr Sinn, jetzt irgendwie so durchzunavigieren. Ja. Kann ich mir natürlich auch in der Standardansicht angucken. Finde ich aber nicht so toll. Nichtsdestotrotz gibt es das eben für verschiedene Elemente. Wenn ihr jetzt Personendaten dahinter noch ansetzen wollt mit Bildern und so weiter, wir sehen es gleich noch in einer anderen Oberfläche von dem klassischen eFinder. Da erkläre ich euch ein bisschen das Thema Enterprise Search, wohin kann die Reise gehen. Da seht ihr, dass dann andere Templates gezogen werden, je nachdem, welcher Content-Bereich dann letztendlich da ist. Genau. Suche speichern wäre dann noch hier gewesen. Das ist selbsterklärend. Und dann sind wir mit der Oberfläche auch mal soweit erstmal durch. Und den Funktionalitäten, die ihr dort hinten ansetzt, in der großen Hoffnung, dass jetzt viele Mitarbeiter bei euch im Unternehmen dann viel, viel glücklicher werden, indem sie dann eben sehr, sehr schnell im Confluence auch die Informationen wiederfinden. Das Ganze könnt ihr natürlich auch weiter ausbauen. Das schauen wir uns mal jetzt noch ganz kurz an. Vielleicht ein Wink vom Jörg, sind wir noch in der Zeit? Ja, ne? Ja, ist alles gut. Okay, gut, wunderbar. Jetzt gehe ich mal einfach dann darüber. Hier poppt hier andauernd das Zoom mit rein. Der eFinder selber als physikalischer Hardware bringt natürlich auch eine eigene Webbrowser-Oberfläche mit sich, die man auch anderweitig einbinden könnte. Ich will euch hieran mal ganz kurz zeigen, was es noch so mit Enterprise Search-Thematiken dann so auf sich hat. Ihr seht hier schon, dass wir hier ein weiteres Feld mit dazu haben. Da geht es um das Thema der Suchprofile. Ein ganz spannendes Thema, macht meistens aber auch nur dann Sinn, wenn ich mehrere Quellen habe, die ich anzuschließen habe. Ich kann beispielsweise sagen, ich möchte meine Suche nur im Confluence haben oder nur im SharePoint oder ich möchte nur auf dem File-Server suchen. Das ist eine Variante, wie ich das nutzen kann. Eine andere ist natürlich, dass ich auch Bereiche oder Themenbereiche kombinieren kann. Ich kann ein Suchprofil machen und sagen, das sind jetzt beispielsweise nur Produktinformationen und darunter sind die Datasheets und irgendwelche Wiki-Seiten oder irgendwelche speziellen Bereiche, die sich nur um Produkte beispielsweise aus verschiedenen Quellen dann in deren Bereiche dort zusammen gefasst sind.
Ich kann aber auch sowas machen wie beispielsweise das Marketing. Ja. Marketing hat vielleicht ganz spezielle Quellen, ganz spezielle Bereiche im File-Server oder im SharePoint. Natürlich alles aus dem Confluence heraus, was die Jungs interessiert. Und insofern kann man diese Themenbereiche auch zusammensetzen. Auch kann ich hier natürlich die Relevanz entsprechend bei Suchprofilen beeinflussen, denn die Kollegen aus dem Marketing haben vielleicht einen ganz anderen Ansatz. Nehmen wir mal an, da sucht jetzt einer bei Audi im Marketing nach dem Thema Batterie. Dann geht sicherlich alles um das Thema Elektroauto, e-tron, Dokumente, Datenblätter vielleicht, die dort gesucht werden, um neue Artikel zu schreiben. Und dann sollte sowas natürlich da fürs Marketing hoch im Ranking stehen. Der Kollege bei Audi, der aber dort im Rechenzentrum arbeitet und der nach Batterie sucht, der sucht vielleicht eher irgendein Thema nach Notstromaggregat, USV, Batterieanlagen etc., hat einen ganz anderen Ansatz. Und so können Sie natürlich entsprechend dann auch Abteilungen mit anderen Schwergewichten im Bereich natürlich dann versorgen, auch in der UI. Auch hier, wie gesagt, Filter und Facetten können auch quellenspezifisch erweitert werden. In diesem Fall haben wir hier noch die Facette Suchbereich, weil wir eben hier mehrere Quellen mit drin haben, die man hier aufsetzen kann. Nehmen wir mal an, ihr wollt vielleicht Jira mit andocken in die Suche. Dann kann man das natürlich ohne weiteres auch machen. Wir haben den Jira-Connector selbstverständlich. Und dann gibt es hier vielleicht spezielle Labels, Filter und Facetten, die für Jira dann eben spezialisiert gedacht sind, um da besser dann zu steuern und effektiver zu steuern. Hier auch nochmal das Template-Konzept, dann habe ich dann eben hier ganz andere Möglichkeiten, mir auch Inhalte dann entsprechend anzuschauen. Genau. Gut. Ja, ich denke, wir machen noch mal ganz kurz mit dem Foliensatz weiter. Wir sind jetzt mit der Oberfläche soweit durch. Ich wollte gerade fragen, ob wir eine Frage-Antwort-Session machen zu der Oberfläche, aber ich glaube, wir machen wirklich alles mit Fragen-Antworten zum Schluss und können dann noch mal die verschiedenen Bildschirme einsortieren. Ich komme noch mal ganz kurz zurück, damit ich euch erklären kann, was ihr denn machen müsst im Confluence-Umfeld, damit das dann auch so funktioniert. Ich nehme mal an, es ist der falsche Bildschirm freigegeben. Wir sehen immer noch den Browser. Ihr seht noch den Browser. Dankeschön für deine Hilfe, Jörg. Neue Freigabe. Da haben wir es. Jetzt wieder Folie. Jetzt wieder Foliensatz. Wunderbar. Okay. Also, über die Admin-Konsole im Confluence könnt ihr natürlich aus dem Marketplace Apps hinzufügen. Sucht da einfach nach eFinder, da werden euch wahrscheinlich zwei Apps angezeigt werden. Die eFinder Confluence Search ist das Thema, von dem wir gerade sprechen. Und ihr könnt dieses Plugin entsprechend runterladen, installieren, mit dem Atlassian Trial Key entsprechend arbeiten. Hier ist auch entsprechend dann auf der Konfigurationsebene von dem Plugin der Link hinterlegt, auch von dem ihr dann unsere eFinder-Software entsprechend bekommen könnt, die bei euch auf einen Windows-Server zu installieren ist. Q3 werden wir es auch in Linux, also Ende Q3 wird es auch in Linux angeboten. Euer Windows-Server hat gewisse Spezifikationen zu erfüllen. Allzu drastisch sind sie nicht, wie man sieht. Selbst bei 50.000 Anwendern ist es noch recht überschaubar. Oder auch 20 Millionen Index-Objekte, sprich Dokumente, Webseiten etc. Lässt sich das alles ganz gut handeln. Und ist auch in der Dokumentation beschrieben. Es gibt eine Installationsdokumentation, auch über Marketplace aufzurufen. Da findet ihr das Bild dann entsprechend auch wieder. Und dort werdet ihr dann auch sehen, was ihr dort dann an Infrastruktur bringt. Wichtig wäre uns nur das Thema Solid State Dist. SSDs wären in diesem Fall wichtig, weil gerade die Funktionalitäten, die in der Searchbar oben stattfinden, Autocomplete, Autokorrektur, Instant Search etc., die wollen natürlich, dass schnell die Ergebnisse kommen. Kein Anwender will da lange warten. Man will ja beim Tippen schon das Erlebnis haben und das geht eben nur mit einem schnellen Index, also sprich auf einer schnellen Festplatte dann entsprechend hinterlegt. Gut. Preismodell ist hier auch ganz transparent. Server und Datacenter, wie gesagt, wird angeboten. Wie ihr wisst, müssen alle Apps aus dem Marketplace genauso lizenziert werden, wie auch das Confluence bei euch dann lizenziert ist. Und dann seid ihr damit auch erstmal versorgt, um euren Trial zu starten. Wenn ihr Interesse habt, dann später mal zu dem Thema weiter auszubauen Richtung Enterprise Search, geht das relativ einfach.
Also wir können hier natürlich qualitative andere Module mit dazu nehmen, wie mehr Sprachen zum Beispiel. Ihr habt die Möglichkeit eben mit Konnektoren, die einmalig kostenpflichtig sind. Also wir bieten auch freie Konnektoren an, JDBC, FileShare, XML. Ja. Und ansonsten ein Jira-Konnektor beispielsweise kostet 2.500 Euro, das mal in den Raum geworfen. Und insofern könnt ihr dann entsprechend auch weitere Quellen dann auch da einbinden. Das ist natürlich ziemlich klasse, weil gerade hinsichtlich dem Thema digitaler Arbeitsplatz oder wie stärke ich das Confluence sowohl in der Benutzerakzeptanz als auch in dem Ausbau, wie kriegt es weiter zentrale Bedeutung, da ist natürlich das Thema hier Richtung Enterprise Search ideal. Zumindest mal habt ihr euch nichts verbaut, ihr könnt in diese Richtung einfach immer weiter wachsen. Wenn ihr das tut, dann kommt auch noch ein anderes Preismodell zu Trage. Das heißt, wenn ihr Richtung Enterprise Search geht, wie gesagt, einmaliger Connector-Preis würde anstehen. Und wir zählen die Anzahl der Index-Objekte, die in jeder Quelle vorherrschen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eben mehrere Quellen anzuschließen. Und dann kriegt ihr einen Preis beispielsweise für 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen Index-Objekte, die ihr dort durchsuchbar auffindbar machen lassen wollt. Wie gesagt, wir haben hier unheimlich viele Steuerungsmöglichkeiten, welchen Bereich ihr denn in dieser Quelle auch auffindbar machen wollt. Beispielsweise, wenn ein File-Server angedockt wird, habt ihr vielleicht Dateien drin liegen, die sind für die Suche völlig unrelevant, wie irgendwelche Binaries oder Executable-Excel-Dateien. Und das kann man natürlich ohne weiteres ausschließen. Man kann es zeitlich begrenzen, man kann es inhalttechnisch begrenzen. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten. Genau. So. Das war es dann auch schon erstmal mit meiner Vorstellung zu dem Thema eFinder Confluence Search. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich auf eure Fragen und gebe euch hoffentlich dann auch alle richtigen Antworten. Da sehe ich schon welche, die... Genau, wir haben drei Fragen. Vielleicht kannst du zwischendurch deine Freigabe beenden. Dann haben wir nämlich... Sehr gerne, ja. Wunderbar. Nee, wir haben drei Fragen. Fangen wir mal mit der unteren an. Die erste Frage ist, reagiert das Duplicate-Feature, also das Duplikate-Feature auch auf Page und Excerpt-Includes? Das heißt, wenn ich in Confluence eine Seite in andere Seite inkludiere, dann ist ja eigentlich nicht doppelt, sie ist ja nur eingefügt sozusagen. Nee, eingefügt dürfte es nicht sein. Kann ich aber ehrlich gesagt jetzt nicht direkt beantworten. Das ist der Frank Reitel. Da würde ich gerne dann mich mit meinen technischen Kollegen nochmal kurz schlau machen. Pages sollten in dem Fall funktionieren. Aber wenn sie inkludiert sind, dann denke ich nicht. Und die zweite Frage geht zu der Sprachkompetenz beim Suchen. Hilft die beschriebene Sprachkompetenz beim Suchen von Dokumenten in anderen Sprachen, wenn der Suchterminus nicht in der Zielsprache gesetzt wird? Das heißt, wenn ich auf Deutsch was suche, kriege ich dann die Übersetzung im arabischen Text angezeigt. Nein, also wir haben jetzt kein Übersetzungsmodul. Mhm. Wir machen kein Translating. Das ist, wir übersetzen keine Sprache, ich will es mal so sagen. Ich weiß, es gibt noch andere Third-Party-Apps im Marketplace, die, glaube ich, ganze Seiten auch entsprechend übersetzen. Das machen wir nicht. Tatsächlich gibt es die Möglichkeit, das ist jetzt hier in dem Produkt erstmal klassisch ausgegrenzt. Wir haben das für Deutsch-Englisch. Tatsächlich kann man dort Übersetzungen anklicken und dann hätte man die Möglichkeit, auch bei dem Tippen der Sucheingabe, kriegt man dann schon auch Übersetzungen mit angezeigt, was die Suchanfrage angeht, die kann man dann inkludieren in die Suche. Wir haben es allerdings aus dem Produkt des eFinder Confluence Search rausgenommen, weil wir mit dem Produkt weltweit auf dem Markt aktiv sind und dem Franzosen oder auch dem Australier das wahrscheinlich wenig über was bringt, eine deutsch-englische Übersetzung zu haben. Aber ja, wir könnten es bei Bedarf dann individuell freischalten. Das wäre dann auch schon möglich. Da habe ich eine Folgefrage. Wie sieht es denn mit Transliterationen aus? Also wenn ich nicht das Zielalphabet benutze, sondern, was weiß ich, beim Russischen die ISO-Transliteration, um den Suchbegriff zu schreiben? Gute Frage. Also UTF-8 wäre schon mal den Content, den wir letztendlich dort immer identifizieren. Das muss ich leider auch nochmal mitnehmen. Okay, wunderbar. So, das erste, Frank, da brauche ich deine Hilfe bei. Alle sind jetzt Diskussionsteilnehmer, die noch da sind, können auch direkt zuschalten.
Die Frage wäre, gibt es auch ein Makro für Seiten und eventuell eine Möglichkeit, kontextbezogene Suchinhalte in der Space-Seitenleiste anzuzeigen, abzulegen? Nee, leider nicht. Also wir erstellen dort kein Makro. Die Idee, das in den Makro zu verschachteln und dann speziell sich irgendwo mit einzugliedern auf Seiten, haben wir jetzt speziell nicht verfolgt, sondern wir haben tatsächlich nur diesen Plugin-Integration. Okay. Dann hätte ich noch eine Frage. Kann man euch auch in der Cloud installieren? Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich habe alles auf AWS laufen und meine ganzen Confluence-Server laufen auch bei AWS, kann ich dann IntraFind daneben als AWS-Instanz installieren? Ja. Also generell spielt es aus der Sicht des eFinders keine Rolle, wo er steht. Natürlich kann man den sich auch in einem Private Hosting irgendwo reinsetzen oder in irgendeinen Cloud-Anbieter mit einer Maschine den reinsetzen und dort eben dann zum Zielsystem konnektieren. Tatsächlich ist es so, dass wir versuchen, immer eine entsprechende Nähe zu haben zum Zielsystem. Einfach aus dem Grund heraus, um die Datenmenge dann auch letztendlich zu indexieren und sie am Laufenden zu halten. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben einen Near-Time-Push-Connector, wenn man so will. Das heißt, immer dann, wenn eine Änderung in Confluence stattfindet, baut sich der Confluence-Index auf und damit zeitgleich auch unser Index. Das heißt, jede Änderung ist relativ zeitnah drin vertreten. Nun ist das jetzt kein Drama, wenn man jetzt irgendwie Hunderttausende von Dokumenten im Confluence hat. Die Indexierung dauert einen Bruchteil. Es wird spannender, wenn ich natürlich 1 Million oder 10 Millionen Indexobjekte habe. Das heißt, wir interessieren gerade solche größeren Projekte, sind dann doch meistens immer File-Server-basiert, wo auch mal 100 Millionen Dokumente drin setzen können. Und da wollen wir natürlich schon möglichst eine Nähe zum System haben, damit wir einfach aufgrund Latenzen und Bandbreitenthematiken da nicht in Schwierigkeiten kommen. Aber ansonsten steht dem der Technologie nichts im Wege, tatsächlich den eFinder irgendwo hinzustellen. Letztlich müssen wir halt mit dem Confluence bidirektional agieren und arbeiten können, kommunizieren können. Und wenn das sichergestellt ist, ist das kein Thema. Okay. So, jetzt haben wir ja noch eine Frage im Chat. Weiß ich nicht, ob wir die eben schon beantwortet haben oder eigentlich sogar zwei. Plant ihr die Integration von Übersetzungsplattformen wie Dictleo und andere, um Übersetzungsvorschläge anzuzeigen? Nein. Ging schnell. Die nächste Frage im Chat wäre, wie reagiert der iFinder auf die Benutzung vom Better Content Archiving Add-on? Better Content Archiving. Das klingt mir nach einer Third-Party-Anbieter. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass Confluence auch eine Archive-Funktion hat. Die wird berücksichtigt, wenn das die Frage sein sollte. Wenn es eine Third-Party-App ist, dazu vielleicht generell, es gibt jede Menge Plugins und Add-ons im Confluence-Umfeld, auch im Atlassian Marketplace. Wir unterstützen zum Beispiel einige dort, unter anderem Linchpin wird zum Beispiel auch unterstützt von der Cybert Media. Wir können nicht sicherstellen, ob wirklich alle Apps dort funktionieren. Die Aussage ist einfach mal primär diejenige, wenn diese Apps sich im Confluence-Standard behalten sich dort bewegen, dann ist das für unsere Seite kein Thema. Wenn die anfangen, mit eigenen Containern zu arbeiten, dann kann es sein, dass unser Connector darauf angepasst werden muss. Und da schließen wir mal nicht aus, dass wir den Connector auch immer wieder für spezielle Applikationen dann irgendwie mit dazu anpassen. Wir wollen bloß allerdings gucken, dass wir das möglichst dann eben für den Massenmarkt halten. Die Situation ist hier, dass wir wahnsinnig viel individualisieren können. Wir können die ganze UI individualisieren, also ganz individuell auf eure Anforderungen darlegen. Die Problematik, die einfach nur dann im Laufe der Zeit kommt, ist, seid ihr dann noch upgrade-sicher? Oder haben wir jedes Mal dann ein Projekt mit Dienstleistung, wenn es ein neues Upgrade geben muss, weil so viel Konfigurationsarbeit dann zu berücksichtigen ist. Das ist etwas, was uns im Enterprise-Search-Umfeld gang und gäbe ist. Das sind oftmals auch sehr dienstleistungslastige Projekte. Klar, wenn eine Daimler mit 280.000 Mitarbeitern suchen will, da gibt es ganz, ganz viele spezielle Anforderungen und dann kann man das auch sehr individuell customizen. Hier empfehle ich tatsächlich, im Produktstandard einfach zu bleiben. Gerade in dem Zyklus, wie Confluence sich weiterentwickelt, das geht ja ruckzuck. Da ist schon gleich eine neue Version draußen, sollte man gucken, dass man hier im Standard bleibt. Schließt aber nicht aus, dass wir dass andere Apps von Haus aus einfach schon funktionieren würden.
und oder andere eben einfach anzudocken sind mit einer einfachen Nacharbeit, kommt auf mich zu, wenn ihr das testen wollt. Testet es gerne aus, auch mit euren Third-Party-Apps. Wenn ihr Probleme habt, machen wir eine Remote-Session. Ich helfe euch bei der Einrichtung und meine Kollegen natürlich auch. Und wenn es dann darum geht, weitere Apps entsprechend mit anzudocken, dann können wir da gerne mal einen Blick drauf werfen. Die nächste Frage ist wieder im Chat. Das ist eine mehrteilige Frage zu Jira. Die Frage ist, wie funktioniert die Suche in über Jira? Das ist der erste Teil. Der zweite ist, berücksichtigt ihr da auch JQL oder nur über Begriffe? Und gibt es direkt aus Jira eine Anbindung? Also, gut, die Integration in Jira. Also wir haben einen Jira-Connector, der dort, sag ich mal, generell das ganze Jira-Bereich durchsucht, nicht nur Teilbereiche davon, also auch auffindbar macht. Wir haben übrigens keine Jira-Integration, das heißt, wir haben dort keine Searchbar, die wir in Jira hinterlegen. Tatsächlich habt ihr zwei Möglichkeiten, wenn ihr Jira durchsuchbar machen wollt, gibt es entweder die Möglichkeit, mit dem eFinder-Server direkt zu arbeiten, das heißt, er hat ja eine eigene Web-Oberfläche, dass also entsprechend darüber gearbeitet wird, wohin ihr die da auch verlinken wollt oder wie ihr die aufrufbar machen wollt. Das ist, sag ich mal, freigestellt. Ansonsten gibt es halt die Integration über Confluence. Das heißt, Sie haben dann eFinder Confluence Search beispielsweise im Einsatz in eurem Confluence und sagt, jetzt wollt ihr Jira andocken, dann bekommt ihr einen Jira-Connector und entsprechend wird dann euer Jira mit indiziert und wir besprechen mit euch, welche Filter und Facetten sollen denn damit rein oder sprechen dann auch mit euch über das Thema Suchprofile. Ist es vielleicht nur für eine bestimmte Abteilung? Kann ja sein, dass euer Intranet auf Confluence-Basis ist, aber vielleicht Service und Support dann mit Jira arbeitet und dann brauchen die vielleicht einen ganz anderen Fokus drauf. Das sollen aber die Intranet-Leute zum Beispiel gar nicht sehen. Solche Sachen sind dann durchaus möglich, ist kein Thema. Vielleicht nochmal die Frage, könnte ich dann über den Connector auch direkt eine JQL-Abfrage einsetzen oder könnte ich das mitverwenden? Also was weiß ich, aus Projekt, wo fällt Enddatum größer, irgendwas. Okay, ihr fordert mich ganz schön als Vertriebler. Auch diese Frage muss ich dann nochmal nachträglich machen, euch beantworten. Okay. Ich habe jetzt leider keinen meiner Search-Profis hier mit dabei und Entwickler. Die hätten da sofort eine Antwort drauf, aber da bin ich. Ich dann verteile das dann nachher an die Beteiligten. Mhm. Das können wir auch auf die Webseite packen, nachher im Archiv. Die Antworten, die werden dann wieder zu finden sein dort. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich gehe dann, ich notiere es mir auch gerade so ein bisschen mit und dann jetzt kriegt ihr den Markgang nochmal. Okay, jetzt gehen wir wieder ins Eingemachte. Plant ihr die Linux-Version auch gleich als Docker-Container? Ja, tatsächlich wird das noch heiß diskutiert. Ich will es mal so sagen, es ist noch keine finale Entscheidung. Das ist ein wichtiges Thema. Docker ist nicht außer Acht. Wir haben da noch keine finale Entscheidung getroffen, aber ich denke, Docker wird da schon auch mit ein Part dabei sein. Okay. Von mir noch eine Frage. Gibt es ein SDK? Kann ich mir selber einen Connector schreiben? Es gibt eine definierte Schnittstelle und ihr seid in der Lage, darüber auch selbst zu adressieren und zu konnektieren. Mhm. Ist halt allerdings lizenztechnisch nicht freigegeben, müsst ihr mit uns ins Gespräch gehen, weil uns ist natürlich dann wiederum wichtig, ihr wollt eine weitere Datenquelle anschließen, okay, ihr baut den Connector selber, auch in Ordnung. Aus der anderen Datenquelle müssen natürlich jetzt Dokumente indiziert werden und dann kommt wieder unser Angebotsthema wieder um die Ecke. Aber ja, es ist eine freie Schnittstelle, die ihr wohl dokumentiert auch bedienen könnt und auch dann darüber euch eigene Quellen anschließen könnt. Gibt es noch weitere Fragen von den Teilnehmern? Auch gerne per Audio. Mhm. Dann gut. Ansonsten nochmal von meiner Seite ganz kurz, wie gesagt, wenn ihr es testen wollt, kommt gerne auf mich zu, wir stehen da gerne zur Verfügung, damit ihr da eine schnelle Integration habt. Ihr braucht halt einen Windows-Server, es ist nicht nur einfach ein Plugin, das ist halt die Herausforderung oftmals, das haben wir schon auch mitbekommen. Aber ansonsten, ohne eine eigene physikalische Hardware, würden wir einfach diesen Mehrwert einfach nicht rüberbekommen. Als Plugin alleine lässt sich das nicht realisieren, da hängt einfach zu viel hinten dran. Okay. Mhm.
Und da sind es einfach ganz normale Netzwerkanforderungen, die ihr habt, die da zur Herausforderung werden. Das sind dann solche Sachen wie Domains, Load Balancer, Reverse Proxy, all diese technischen Hürden, die ihr aus der Infrastruktur heraus kennt, die sind da zu bewältigen. Ansonsten darf ich sagen, wenn es eine ganz einfache Installation ist, also selbst mir als Vertriebler gelingt es innerhalb von 30 Minuten, das System komplett neu zu installieren, Plugin zu installieren, eFinder Server zu installieren und die beiden zu konfigurieren. Gut. Aber ich muss auch nicht die ganzen Hardcore-infrastrukturellen Themen dabei berücksichtigen. Aber auch da kommt gerne auf uns zu. Meine technischen Kollegen sind enorm fit in den ganzen Bereichen, können sofort analysieren, warum was wie geht und warum was vielleicht nicht geht und helfen euch dann bei der Fehleranalyse, falls ihr nicht sofort alleine klarkommt mit der Installation. Okay. Letzte Frage von mir. Wir haben gelernt, Linux kommt irgendwann dieses Jahr. Wie sieht es denn mit Cloud aus? Steht das auch für dieses Jahr auf dem Zettel? Nee. Das wird definitiv für dieses Jahr nichts mehr werden. Auch okay. Die, also nicht, also Cloud Hosting wäre noch eine Möglichkeit, die wir schon überlegen, aber dann ist es halt im Endeffekt nichts anderes, als wenn ihr das selber in einem Rechenzentrum irgendwo extern macht. Ja. Also wir bieten das auch an, dann machen wir die ganze eFinder-Pflege entsprechend mit dazu, aber es ist nichts anderes, als im Rechenzentrum irgendwo der eFinder steht. Und Atlassian Cloud-Produkte als solches haben wir momentan gar nicht auf der Uhr. Das heißt aber, wenn jetzt jemand den Ehrgeiz hätte, euer SDK dazu zu benutzen, um irgendeine Cloud-Confluence-Instanz anzubinden, dann ja, bitte. Darf er mit euch reden. Sozusagen. Ja, in jedem Fall. Gut. In jedem Fall. Mhm. Okay, was haben wir noch? Ja, hier, da steht es, da gibt es noch eine Frage. Der iFinder-Server funktioniert komplett hinter der Firewall oder muss er im offenen Netz sein? Nein, der funktioniert komplett hinter der Firewall. Tatsächlich ist es so, das ist ja einer der Gründe, warum er oftmals auch dann on-premise drinsteht, damit eben nicht durchs ganze Rechenzentrum da ein Pfad aufgemacht werden muss. Ja, also eFinder, Confluence müssen miteinander reden, können direkt mit drin sein. Wir brauchen da keinen Kontakt hin, wir sammeln da auch keine Daten oder kriegen nach außen hin keine Daten. Das Ding braucht, der eFinder braucht keinen Internetkontakt, sofern ihr ihn nicht braucht. Das ist natürlich vielleicht etwas anderes, wenn dann beispielsweise ihr ein Confluence habt, was ihr auch als Extranet bedient, wo es dann vielleicht Internet-User gibt, die vielleicht auf eurem Portal sich informieren oder vielleicht auch ein Partnernetzwerk oder ein dediziertes Netzwerk, was übers Internet reinkommt, dann muss natürlich in diese Richtung der eFinder auch wieder gehandelt werden. Okay. Weitere Fragen? Zum ersten, zum zweiten. Und das war's. Vielen Dank, Robby, für die Präsentation und die Beantwortung der Fragen und natürlich auch, dass du die Fragen mitnimmst und anschließend beantwortest, die nicht beantwortet werden konnten, für die Nacharbeit. Wir stellen die nochmal zusammen, genau. Mhm. Genau, ich habe auch den Chat schon gespeichert und die drei Fragen. Das heißt, ich kann dir nachher nochmal ein Transkript schicken. Ich wusste, ich hätte bei den Kollegen aus der Entwicklung mitnehmen sollen. Ja, ist immer so. Damit aber vielen Dank. Mhm. Auch an die Beteiligten. Ein paar Ankündigungen von uns noch. Der Hinweis, dass wir nächste Woche sind wir wieder auf Englisch und haben einen Atlassian Community-Kollegen aus Tel Aviv im Programm. Der Gal Fatal von der HP Indigo wird uns was erzählen, wie sie bei sich die Integration von Confluence und Jira handhaben. Übernächste Woche, da habe ich noch viel zu wenig Anwendung, obwohl das auch sehr spannend wird, der Peter Tudjarski, der Gründer und CEO von Botron, wird was erzählen über Jira-Automation. Und das ist wahrscheinlich einer von den 5 Leuten in der Welt neben Herrn Zwift, der weiß, wie es geht und der das Buch mitgeschrieben hat tatsächlich. Also wenn man da ans Eingemachte gehen will, Jira-Automation, unbedingt anmelden und da hingehen. Das ist eine Gelegenheit, denke ich. Und am 25. Juni haben wir wieder unser eigenes Frühstück um 9 Uhr morgens. Wenn ihr jeden Tag einen Vortrag hören wollt, natürlich gibt es die bei No Cabin Fever Today, no.cabin-fever.today. Da gibt es jeden Tag um 4 einen Vortrag. Wir arbeiten an einem neuen Format, das wir einführen wollen, eventuell nächsten Monat. Wir wollen eine Open Mic Night veranstalten, also so ähnlich wie in einem Stand-Up-Comedy-Club. Jeder darf über alles reden. Wenn ihr euer Lieblingsticket tanzen wollt, wenn ihr einen Klagegesang anstimmen wollt, wie Jira euer Leben versaut. Also wir wollen da, ihr könnt alles bringen. Es gibt was zu gewinnen. Jeder, der sich traut oder jeder, der sich traut, kriegt ein T-Shirt und wer gewinnt, kriegt ein Zweckpaket und wir lassen die Zuschauer abstimmen.
Mal gucken, was das wird. Also wir basteln noch daran, wie wir das organisieren, aber das wird bestimmt lustig. Damit nochmal vielen Dank an Robby. Schönen guten Tag, schönen guten Abend an den Ammersee, schönen guten Abend an alle draußen an den angeschlossenen Funkhäusern und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Teilnahme und Interesse. Super. Jo. Also, tschüss. Bis dann. Tschüss.